Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen beim Laserzone. Heute Filmtipps. 3D. 3D! LG und Samsung haben gesagt, ab 2016 stellen sie die Produktion von der 3D-Fernseher um 50% ein und 2017 werden sie das Ganze einstampfen. Mein Gott! Warum? Samsung hat reklamiert und hat gesagt, dass sie hätten im ganzen Jahr 2015 nicht eine einzige Brille verkauft. Woran das da wohl liegt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in den paar Jahren, wo wir jetzt 3D-Filme haben dürfen schauen, sind die besten 3D-Filme allen voran definitiv Trickfilme gewesen. Es gibt ein paar Spielfilme, die auch in 3D gedreht sind. Die sind teilweise sehr gut und teilweise hundsmiserabel. Wir haben uns entschieden, wir zeigen euch jetzt nicht die hundsmiserablen, weil das wäre Nonsens. Wir zeigen euch die guten. Die meisten kennen das wahrscheinlich schon. Aber falls ihr unbedingt sucht, kommt hier hin. Wir haben eine riesen Auswahl an 3D. Und auch an UHD-Filmen. Bei uns kommen wir das über. Ich meine, jetzt werden viele lachen. Inhaltsmäßig ist der Film nicht so der Hammer. Aber hey, von der Action her und vom 3D her und vom Ding, also es ist der absolute Brüller! Mad Max Fury Road in 3D. Vom George Miller aus dem Jahr 2015. Also brand new. Das Ganze ist zentralistisch gefilmt. Also, Entschuldigung, zentriert gefilmt heisst das, glaube ich, wenn die Kamera immer genau in der Mitte ist. Es hat sehr viel Sand, es hat sehr viel feuerspeiende Gitarren, es hat wenig CGI, aber sie fahren von A nach B und von B nach A und es ist aber ein super viel Hammer! Mad Max Fury Road in 3D. Unbedingt schauen. Somit kommen wir zum zweitbeste 3D-Film. Das ist Gravity mit Sandra Bullock und what else, George Clooney. Gravity aus dem Jahr 2012, glaube ich, bin mir ganz sicher, aber der Film ist der absolute Blast. Besser ist nur noch Hubble 3D. Und der Robert Frost von der NASA hat gesagt, hey, leck du mir, das ist ja unglaublich, wie die das CGI schön gemacht haben. Gravity 3D, unbedingt schauen. Dann kommen wir zum Klassiker, zum first native 3D-Film ever, James Camerons Avatar. Alle haben den Film gesehen, die einen finden ihn gut, die anderen finden ihn nicht so gut. Jetzt kommt dann das 2 raus, ich sage nur, schaut euch die 3D-Version an, wenn ihr wirklich geiles native 3D-Event habt. James Cameron, The Avatar. Gut, dann sind wir da bei einer Disney-Produktion. Wieder ein Spielfilm, und zwar ist das Maleficent mit der Julia, nicht der Julia Roberts, was für ein Zeichen erzähle ich an. Das ist Maleficent mit der... Habe ich es gerade gesehen? Zum dritten und zum letzten Mal Maleficent mit der Angelina Jolie. Das ist die Geschichte vom Dornrösli, so wie sie die Gebrüder Grimm nicht erzählt haben. Nämlich so, wie es tatsächlich war, wenn man daran glaubt, dass es tatsächlich so war. Aber gut, bitteschön. Nächster Kunde. Und somit kommen wir zum letzten Spielfilm in 3D, ebenfalls aus dem Jahr 2015, mit dem Chris Pratt in der Hauptrolle. Tausende, aber tausende von Leuten haben sich gefreut auf Jurassic World und die meisten sind auch nicht enttäuscht worden, außer denen, denen es einfach nicht gefällt. Wenn du Jurassic Park geil gefunden hast, findest du Jurassic World geil. Und das ist ein geiles 3D. Und der Chris Pratt ist eigentlich bei Guardians of the Galaxy drin. Das kommt jetzt dieses Jahr, oder nein, nächstes Jahr kommt der zweite Teil, da freue ich mich mega drauf. Unbedingt schauen, Jurassic World in 3D. Somit kommen wir zu den richtig hammerguten 3D-Filmen. Das sind die Animationsfilme. Und dort führt bei aller Liebe, es tut mir leid, Pixar, ihr seid eine lässige Firma. Zahlen zwar anscheinend die Leute nicht so gut, aber egal. Eine gute Firma, die gutes 3D macht. Aber das ist von DreamWorks der beste Film. Und zwar Madagaskar 3. Escape from Europe, oder irgendwie so etwas heisst. Genau, oder Escape to Europe. Whatever. Hey, mit dem Zebra, mit dem Giraffe, mit dem Chris Rock, der Zebra spielt. Der Film hat so ein gutes Pop-Out, wie man so schön sagt, im 3D, dass es noch knapp 15 Sekunden geht und man hat einen Giraffe im Gesicht. Absolut empfehlenswert für gross wie auch für klein. Dann ein neuer Film aus dem Jahr 2015 von Pixar. Wunderschön gemacht. Inside Out oder auf Deutsch Alles steht Kopf. Es ist ein Film über ein kleines Mädchen. Man kommt von der Geburt, vom Kind, bis zu kurz vor der Pubertät
alles mitüber, was die Emotionen so im Kopf eines Kindes machen. Das Ganze ist mega spannend aufgezogen. Pixar ist, sind Meister im Storyline, Storytelling und dementsprechend ist es emotional sehr berührend. Man heult, man lächelt, man lacht. Es ist ein riesen Gaudi. Das 3D ist okay. Jetzt nicht so gut wie Madagaskar 3, aber es ist ein wunderschöner Film. Somit kommen wir zum letzten 3D-Film. Ebenfalls ein Pixar, meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen. The Brave. Geschichte von der Merida. Schottische oder irische klassisch-traditionelle Geschichte von einem Mädchen, wo einen sehr starken Dickschädel hat und sich nicht einfach lässt verheiraten. Gut, sie ist eine Hammer-Bogenschützin und dann gibt es noch einen schönen Kniff mit der Mutter, einen Fluch, sie muss die ganze Familie befreien. Der Film schwankt zwischen Grusel, Horror, lustig, Tränen, Lachen. Es wird nicht gesungen. Einfach zum sagen, weil es ein Disney-Film ist. Aber er ist der absolute Hammer. Und das 3D super schön umgesetzt. Merida von Pixar, sehr empfehlenswert. Im Kino wird es weiterhin 3D-Film geben. Darum vergesst nicht, für den Sitznachbar hinter euch den Hut anzulegen und für euch selber Brille mitnehmen, sonst zahlt ihr 8 Franken.